Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir werden heute zusammen schriftlich multiplizieren. Wir fangen ganz einfach an. Ich zeige euch das Verfahren, ich zeige euch, wie man es aufschreibt und am Ende machen wir richtig schwierige Aufgaben. Habt ihr den Anfang verstanden, versteht ihr auch das Ende. So, auf geht's. Als allererstes das Grundprinzip. 11 mal 8. Strich drunter, die Aufgabe wird unterstrichen. Und jetzt rechnen wir von hinten nach vorne. 8 mal 1. 8 mal 1 sind 8. Jetzt die nächste Aufgabe. 8 mal 1 sind wieder 8. Und schon sind wir fertig und das Ergebnis wird 2 mal unterstrichen. Wir teilen also die große Aufgabe in zwei kleine Aufgaben auf. Okay, wir steigern uns. Was nehmen wir? 13 mal 8. Strich drunter. Okay, wieder von hinten. 8 mal 3 sind 24. Wir schreiben jetzt nur die Einer hin und die zwei Zehner, die merken wir uns. Jetzt rechnen wir weiter. 1 mal 8 sind 8 und jetzt kommen die zwei Zehner dazu, also 10. Und dann ist das Ergebnis 104. So, das ist das Grundprinzip und dieses Grundprinzip, das werden wir jetzt immer erweitern. Wir üben ein bisschen. Auf geht's. 112 mal 4. Ihr seht, die Zahlen werden größer, das Prinzip bleibt gleich. Wieder von hinten. 4 mal 2 sind 8. Erste Aufgabe fertig. 4 mal 1 sind 4. Fertig. 4 mal 1 sind 4. Und schon sind wir fertig. War natürlich einfach, keine Zehnerübergänge. Machen wir es ein bisschen schwieriger. 124 mal 3. Jetzt gibt es einen Zehnerübergang. Strich drunter. Okay. 3 mal 4, das sind 12. Wir schreiben die 2 hin und der eine, der bleibt im Kopf. Manchmal kann man sich auch so eine kleine Zahl machen. Das ist ganz unterschiedlich. Jetzt rechnen wir weiter. 3 mal 2 sind 6. Jetzt kommt der eine dazu, das sind 7. Und damit ihr nicht durcheinander kommt, streicht es wieder weg. Und jetzt geht's weiter. 3 mal 1 sind 3. Und schon wieder sind wir fertig. Zweimal unterstreichen. So, das war das Grundprinzip. So, nun machen wir es ein bisschen schwieriger. 14 mal, und jetzt kommt Farbe ins Spiel. 13. So, Strich drunter. So, ihr ahnt, wofür die Farbe da ist. Auf geht's mit der roten Abteilung. 1 mal 4 sind 4. 1 mal 1 sind 1. Jetzt kommt die zweite Zeile. 3 mal 4 sind 12. Einen merken wir uns. 3 mal 1 sind 3 und einer dazu sind 4. Jetzt sind wir mit dem Rechnen fast fertig. Strich drunter. Und jetzt müssen wir nur noch addieren. Nix und 2 sind 2. 4 und 4 sind 8 und einer und nix ist 1. Ergebnis 182. Zweimal unterstreichen. So, das kriegen wir noch ein bisschen komplizierter hin. Also, 123 mal 14. So, wieder zwei Farben, ihr ahnt es schon. Das Ganze einmal unterstreichen. Und jetzt der rote Rechenvorgang. 1 mal 3 sind 3, 1 mal 2 sind 2 und 1 mal 1 sind 1. Okay, das war einfach. Der grüne Rechenvorgang. 4 mal 3 sind 12. Einer merken oder kleine 1 hinschreiben. 4 mal 2 sind 8. Der eine dazu sind 9. 1 wieder durchstreichen. 4 mal 1 sind 4. Strich drunter. Wieder addieren. Nix und 2 sind 2. 3 und 9 sind 12. Eine kleine 1. 2 und 4 sind 6 und 1 sind 7 und 1 bleibt 1. 1722.
So funktioniert das. So, machen wir noch eine letzte Aufgabe. So, zum Schluss rechnen wir 123 mal 123. Wir brauchen ja drei Farben. Strich drunter. Und jetzt fangen wir mit der blauen Farbe an. 1 mal 3 sind 3, 1 mal 2 sind 2 und 1 mal 1 sind 1. Erster Rechenschritt abgeschlossen. Weiter geht's mit Rot. 2 mal 3 sind 6, 2 mal 2 sind 4, 2 mal 1 sind 2. Fertig. Dritter Rechenschritt in Grün. 3 mal 3 sind 9, 3 mal 2 sind 6, 1 mal 3 sind 3. Okay, Strich drunter, damit es ein schönes Kästchen wird. Und nun müssen wir nur noch addieren. Nix und nix und 9 sind 9. 6 und 6 sind 12, also ein Zehner. 3 und 4 sind 7, sind 10, sind 11. Einer hierhin, Zehner hierhin. 2 und 2 sind 4 und 1 sind 5. Und hier ist es einer. 15.129. So, jetzt habt ihr gesehen, wie das schriftliche Multiplizieren funktioniert. Und wir haben es mit Farbe gemacht, damit ihr seht, dass es verschiedene Schritte gibt. So teilen wir die zweite Zahl auf. Es ist erlaubt, sich kleine Zahlen aufzuschreiben. Man kann das Ganze aber auch im Kopf machen. So, jetzt wisst ihr, wie es geht. Okay, das war's. So, das Video ist zu Ende und wenn es gut läuft, dann hast du jetzt was gelernt. Und wenn du das geschafft hast, dann würde ich mich freuen, wenn du mir so ein Däumchen da lässt. Und wenn es richtig gut gelaufen ist, dann darfst du meinen Kanal natürlich gerne abonnieren. Und natürlich freue ich mich auch über Kommentare und in der Regel gibt es auch eine Antwort. Sowieso ist die Community hier recht aktiv und vor allen Dingen auch freundlich, sodass das Mitmachen hier viel Spaß macht. Wenn du mehr Hilfe brauchst oder wenn du vielleicht das ganze Thema brauchst, dann kannst du gerne bei mir auf die Homepage gehen, www.lehrer-schmidt.de. Dort findest du alle Videos, die du auch bei mir auf dem Kanal findest, allerdings nach Themen sortiert. Da ist das manchmal viel, viel einfacher. Und zu guter Letzt möchte ich dir noch sagen, wenn du ein Video nicht finden kannst oder wenn wirklich mal was fehlt, dann schreib mir das gerne in die Kommentare und dann sehe ich zu, dass ich das Video bei Gelegenheit nachproduziere. So, jetzt ist aber wirklich Schluss, okay? Das war's.